in der Bibel zu lesen über die Menschen, die dort beschrieben sind und die mit Gott unterwegs waren. In so vielen Herausforderungen, in so vielen Hindernissen, in Ereignissen, die schier unmöglich aussahen. Und dennoch sind sie im Glauben an einen mächtigen Gott vorangegangen. Ich denke an Abraham, der auf die Verheißung so lange warten musste. Ich denke an Königin Esther, die ihr Volk retten sollte. Oder an Josef, der von verschiedenen Seiten her angegriffen war und so lange im Gefängnis ausgeharrt hat. Ich denke an Paulus, der Schiffbruch erlitten hatte, geschlagen wurde, auch im Gefängnis gewesen ist und der aus dem Gefängnis den Brief der Freude geschrieben hat, der heute für uns ermutigend ist. Vielleicht bist du auch in Situationen, in Ereignissen, in Herausforderungen, wo du sagst, ich habe jetzt noch nicht die Lösung, ich habe jetzt noch nicht das Ergebnis, aber ich bleibe im Glauben dran. Und vielleicht ist es auch so, dass du sagst, oh, ich weiß nicht, im Moment mangelt es mir an Vertrauen. Im Moment habe ich nicht so den Zugriff dazu, dass ich sicher weiß, ja, Gott wird mich da durchbringen. Wenn ich die Menschen der Bibel oder auch unsere Situation, meine Situation heute so betrachte, dann fällt mir dieser Psalm 62 ein. Dort steht, auf Gott vertraut still meine Seele. Auf Gott zu vertrauen, das ist ein Schlüssel für uns, Zutritt zum Glauben, eine Öffnung zum Glauben hin zu bekommen. Ganz neu auf Gott zu vertrauen, das ist heute etwas, was ich dir ganz neu ins Herz hineinsprechen möchte. Und ich lese dir dazu aus diesem Psalm 62 vor. Nur auf Gott vertraut still meine Seele. Von ihm kommt meine Hilfe. Nur er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Festung. Ich werde kaum wanken. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre. Der Fels meines Schutzes, meine Zuflucht ist Gott. Vertraut auf ihn alle Zeit, ihr von Gottes Volk. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Wenn du diese Verse hörst, diese Zuversicht auf Gott und du jetzt sagst, oh, ich möchte neu Gott vertrauen, dann möchte ich gerade jetzt für dich beten. Stimm doch einfach mit mir überein, dass dein Herz sich Gott öffnet und einfach Jesus ganz neu bittet, dir in diesem Vertrauen weiterzuhelfen. Vater im Himmel, ich danke dir für den Glauben, den du aufgerichtet hast, gerade in dem Menschen, der jetzt hier zuhört. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du Jesus Christus geschenkt hast in unser Leben hinein, dass wir in dieser Beziehung, in diesem Glauben mit ihm und zu ihm leben. Und Heiliger Geist, wir danken dir, dass du ein tiefes Werk jetzt gerade an den Menschenherzen tun wirst. Wir danken dir, dass du jetzt gerade eine neue Öffnung zum Vertrauen in dich schenken wirst. Herr, wir danken dir, dass wir einfach in Zuversicht zum Thron der Gnade kommen können. In Zuversicht von dir erwarten können. Du bist unsere Zuflucht. Du bist unsere Festung, du bist unsere Stärke und wir schütten unser Herz vor dir aus. Und wir wissen, du wirst ein tiefes Werk in uns tun. Ich danke dir, dass deine Gnade groß ist. Und ich danke dir, Gott, dass du mehr für uns hast. Amen.